In der peruanischen Andenkordillere entspringt der Urubamba, der uralte Fluss der Inkas. Von den Gipfeln der Anden stürzt sich der Hauptquellfluss des Amazonas tief in den riesigen Dschungel hinab. Der größte Fluss der Welt entspringt hier in 4000 Metern Höhe. Auf den Punas, den trockenen Hochebenen Perus, beginnt die lange Reise des Urubamba, der sich nach 6800 Kilometern als Amazonas in den Atlantik ergießt. Hier sprudelt der Fluss in ursprünglicher Reinheit. Seit Urzeiten wird sein an Mineralien und Vulkangasen reiches Wasser wegen seiner Heilkraft genutzt. Die Aguas Calientes, heiße Quellen, speisen Becken, in denen die Quechua-Indianer des Hochlands baden und damit einem uralten Brauch folgen. Dieses Thermalbad wurde vor 8 Jahren ausgebaut mit Hilfe eines lokalen Vereins, der das Kulturerbe der Ahnen pflegt. Diese Thermalquellen gibt es seit der Zeit der Inkas. Die Inkas badeten hier, um sich auszuruhen, sich zu entspannen und ihre Schmerzen zu lindern. Wir sind ihre Nachfahren. Deshalb erhalten wir diesen Ort, um die reinen, natürlichen Kräfte des Wassers zu bewahren. Wir erklären den Menschen seine heilende Wirkung. Nach der Legende haben die Apus, die Berggottheiten, den Urubamba geschaffen, um die Erdgöttin Pachamama zu befruchten. Auf Quechua, der Sprache des alten Inka-Reichs, hieß er Wilcamayo, der heilige Fluss. Entlang seines Laufes zeugen zahlreiche Tempel und Kultstätten von der Verehrung der Inkas für sein nährendes Wasser. So auch Tipon, eine der größten Inka-Ruinen am Flussufer. Die Bewässerungsgräben, Pflanzterrassen und Kanäle wurden nicht nur für den Ackerbau angelegt, sondern auch zur rituellen Verehrung des Wassers. Rafaela Ninku und die Forscher des Nationalen Archäologischen Instituts führten Ausgrabungen im Urubamba-Tal durch. Die Teams legten dabei eine der imposantesten Bewässerungsanlagen der frühen Inka-Kultur frei. Dieser Kanal stammt tatsächlich aus der Inka-Zeit. Er wird von Wasser aus dem Hochland gespeist. Er wurde sowohl für die Feldarbeit als auch für rituelle Zeremonien gebaut. Dieses Wasser wurde seit jeher verehrt. Die Inkas brachten den Huacas, den mit diesen Kanälen verbundenen heiligen Quellen, Opfergaben dar. Die Inkas bauten Kanäle, sie leiteten Flüsse um und kannten sich sehr gut mit Bewässerungssystemen aus. Bis heute sind sie unübertroffen. Selbst wir Forscher können den Umfang ihres Wissens nicht vollständig erfassen. Im Grunde können wir nur feststellen,
dass sie mit den Wasserressourcen hervorragend umzugehen verstanden. Wie ein Rückgrat zieht sich der Urubamba über 200 Kilometer durch das heilige Tal, das Herzstück des sagenhaften Inka-Reichs. Bewässerungskanäle und Terrassenanbau weisen das agronomische Wissen und hohe technische Niveau der Inkas nach. Ihre Kultur erstreckte sich auf über 3/4 der Gesamtfläche Südamerikas. Wie steht es heute um die Verehrung des Flusswassers? Mit diesem Ritual danken wir den Apus, den Berggottheiten, weil sie uns im Frühjahr Regen bringen. In dieser Jahreszeit haben die Bauern schon die Saat ausgebracht und bitten um Regen, um Wasser. Aber heutzutage vernichten wir unsere Flüsse, indem wir unsere Abfälle hineinwerfen und sie verunreinigen. Im Grunde vernichtet sich der Mensch damit selbst. Wir vernichten unsere Flüsse. Sehen Sie, dort drüben lädt ein LKW gerade seinen Müll ab. Die armen Flüsse. Wir sind im Begriff, uns selbst zu töten. Die Quelle der Verschmutzung liegt am Oberlauf des Flusses. In 3400 Metern Höhe liegt die Stadt Cusco. Geschützt durch die Mauern der Sacsayhuanam-Festung überragt sie das heilige Tal. Sie ist die ehemalige Hauptstadt des Inka-Reichs. Cusco bedeutet auf Quechua Nabel der Welt. Cusco mit seinen gold- und silbergeschmückten Tempeln und Palästen wurde von den Konquistadoren eingenommen. Auf den Überresten der Inka-Tempel bauten die Spanier Kirchen. Doch die alten Fundamente blieben erhalten. Weil sie erdbebensicher gebaut waren, blieben sie intakt, während die spanischen Bauten einstürzten. So fand man nach dem Erdbeben von 1953 die Mauern des Sonnenheiligtums unter den Trümmern der Kirche Santo Domingo. Heute sind diese von Inka-Baumeistern ohne Mörtel zusammengefügten Mauern die letzten Zeugen des untergegangenen Reiches. Der Tourismus machte das beschauliche Andendorf zu einer Großstadt mit 500.000 Einwohnern. Umweltverschmutzung und Bebauungsdruck nehmen ständig zu. Doch die Touristenhochburg besitzt nicht einmal eine Kläranlage. Brauch- und Abwasser werden direkt in den Fluss eingeleitet. Das ökologische Gleichgewicht des Tals ist bedroht, vor allem die für die Landwirtschaft unverzichtbare Reinheit des Wassers. Pisac, die alte Stadt am Flussufer am Eingang des heiligen Tals, ist der Kornspeicher der Region. Auf dem Markt werden die verschiedensten Getreide- und Gemüsesorten angeboten. Die Bauern, die die traditionelle Landwirtschaft der Inkas übernahmen, ernten rund 100 verschiedene Mais- und 200 Kartoffelsorten, die berühmten Papas. Ihre sorgsam aufbewahrten Sämereien sind ein einzigartiges Kulturgut, ein direktes Erbe aus der Inka-Zeit. Noch heute bringen die Quechua-Indianer ihre Saat auf dem fruchtbaren Ufer des Urubamba aus. Waka, waka,
Wir bearbeiten den Boden mit unseren Ochsen. Wir pflanzen Mais, Weizen, Erbsen, dicke und grüne Bohnen. Wir nutzen dafür das Regenwasser und vor allem das Wasser aus dem Fluss. Wir waren schon immer Bauern, wie bereits unsere Vorfahren. Das Wasser wird heute immer knapper. Früher lag der Wasserstand des Flusses höher. Das Wasser bedeckte teilweise das ganze Gebiet. Jetzt nicht mehr. Das Wasser wird in der ganzen Region knapper. Ich hoffe, es versiegt nicht ganz. Ohne Wasser wäre unsere Welt verloren. Wasser ist unser wichtigster Rohstoff. Sonst gibt es keine Ernte und natürlich auch kein Leben. Um dem Wassermangel zu begegnen, haben sich die Bauern auf der anderen Seite des Tals zu einem Projekt zusammengeschlossen. Unterstützt von einer internationalen NGO führt Ingenieur Carlos Acosta mit den Bauern aus den Dörfern des Hochtals seit 4 Jahren umfangreiche Bauarbeiten durch, um neues Wasser zu sammeln. Buenos días. ¿Subirás al cerro a la toma? Bueno. Drei der Gemeinden stammen aus dem unteren Tal, 3 von hier oben. 6 Gemeinden treffen sich oben am Coricocha-See, um die Bauarbeiten vorzunehmen. Der Coricocha-See in 4000 Metern Höhe spielt eine wesentliche Rolle bei der Bewässerung des Urubamba-Tals. In den 80er Jahren, auf dem Höhepunkt des Bevölkerungswachstums, beschlossen die Behörden von Cusco, Wasser aus dem See abzuleiten. Das Ergebnis? 4 Jahre später fehlten der Landwirtschaft die nötigen Wasserressourcen. Als die Bauern massiv protestierten, wurde das Abpumpen eingestellt. Doch es war zu spät. Erst nach 100 Jahren hätte der Coricocha-See wieder seinen alten Wasserstand erreicht. Um die Wasserknappheit zu beenden, schlossen sich die Gemeinden im Tal zusammen. Sie suchten nach Möglichkeiten, um den See wieder aufzufüllen. Ohne staatliche Unterstützung begannen die Quechua-Indianer unter Anleitung von Ingenieur Acosta Kanäle auszuheben. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Santa Cruz. Acá tenemos la Laguna Coricocha. Hier sehen Sie den Coricocha-See. Er wird durch den Kanal gespeist, den wir mit Hilfe von 300 Bauern anlegen und sauber halten. Dieser Kanal ist 2,5 Kilometer lang. Ein Teil ist aus Beton, ein Teil aus Erde. In der Regenzeit, von Januar bis April, füllt sich der Kanal und kann bis zu 2 Millionen Kubikmeter Wasser fassen. Würde es morgen oder übermorgen regnen, würde sich alles Wasser in diesen See ergießen. Damit ist er eine wichtige Ressource, denn durch die Filtration in diesem Vulkansteingebiet speist der See unzählige Wasserquellen, die über 20 Bauerngemeinden versorgen. Cuando una vez va a ser harta agua en Coricocha,
Mit Hilfe des Sees können wir sauber, natürlich und ohne Chemie Gemüse anbauen. Karotten, Salat und Bohnen werden mit sauberem, nicht verschmutztem Wasser versorgt. Deshalb nehmen wir diese Arbeiten 3 oder 4 Mal im Jahr vor. Vergesst nicht, hier waren 2 riesige Felsen, die wir durchbrechen mussten. Deshalb muss der Kanal noch breiter gemacht werden, damit das Wasser fließen kann. So ist's gut. Oh, ein Holländer. Ich bin Franzose. Ach so. Schön, dass Sie mithelfen. Sind Sie mit einer Bäuerin verlobt? Nein, ich helfe nur ein bisschen. Sind Sie Anthropologe? Nein. Soziologe? Journalist? Nein, Tourist. Der soll einen eigenen Kanal graben. Dann haben wir mehr Wasser. Schon 2003 arbeiteten 2 Gemeinden zusammen. 2004 und 2005 waren es 3 Gemeinden. 2008 war ein Erfolg, denn das Wasser wird jedes Jahr knapper. Die Lösung besteht darin, Regenwasser zu sammeln, um den See aufzufüllen. Deshalb brauchen wir immer mehr Leute, um den Kanal aufrechtzuerhalten. Da kommt das Wasser. Richtig viel. Auf dem Weg ins Tal offenbart uns der Urubamba einen weiteren Schatz. Vulkanische Salzwasserquellen, die Coripuchios. Das Wasser, das zu terrassenförmig angelegten Becken umgeleitet wird, verdunstet in der Sonne. Auch dieses Salz wird wie in alter Zeit abgebaut. Diese Salzmine produziert noch immer Salz. Die Wasserquelle bringt es hervor. Die Inkas nannten es deshalb das weiße Gold. Schon die Inkas arbeiteten hier so. Von ihnen übernahmen ihre Kinder diese Techniken und unsere Eltern gaben sie an uns weiter. Wir führen das Erbe fort. Die Arbeit ist schwer, aber das hier ist nicht so schlimm. Am schlimmsten ist das Beladen der Säcke. Sie müssen bis nach oben zum Lagerraum getragen werden. Die Regenzeit rückt näher. Es ist Eile geboten, denn wie jedes Jahr spült das Regenwasser Salz in den Urubamba. Früher wachte die Stadt Ollantaytambo über den nördlichen Eingang zum Heiligen Tal. Vor diesen Mauern kämpfte Manco Capac II., einer der letzten Inka-Herrscher, erbittert gegen Pizarros Konquistadoren. Bis heute sind die Stadt und ihre Einwohner durch das Erbe der Inkas geprägt. Die Stadt ist eine der authentischsten Quechua-Hochburgen.
Hinter Ollantaytambo verlässt der Urubamba das heilige Tal. Ab hier folgt eine Bahnlinie dem Verlauf des Flusses, der jetzt Fahrt aufnimmt und Strudel- und Stromschnellen hervorbringt. Schützend in die Berge eingebettet und vom Tal her unsichtbar, liegt hier Machu Picchu, die letzte erhaltene Inka-Stadt. Machu Picchu war nur schwer zugänglich und wurde nicht von den Spaniern eingenommen. Deshalb findet man hier keine Spuren der Kolonisierung. Als sich die Herrschaft der Spanier festigte, verließen die Bewohner die Stadt und überließen sie dem Dschungel. Vierhundert Jahre lang blieb die Zitadelle hoch oben in den Bergen vergessen. Erst 1911 wurde der Ort mittels Plänen von Grabräubern von dem amerikanischen Archäologen Hiram Bingham wiederentdeckt. Mit 500.000 Besuchern jährlich ist Machu Picchu heute die größte Touristenattraktion Südamerikas. Sie wurde zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor des Tals, mit dem Risiko einer weiteren Umweltzerstörung im peruanischen Hochland. Innerhalb von Machu Picchu verändert der Fluss sein Gesicht. In wenigen Kilometern überbrückt er einen Höhenunterschied von 1500 Metern. Der Fluss erreicht den tropischen Dschungel. Nun ein breiter Strom, steht der Urubamba an der Schwelle zum Amazonasgebiet. Ivo Chote ist die Eintrittspforte zu Amazonien. Hier gibt es weder Straßen noch Wege. Der Fluss und seine Ausläufer sind die einzigen Wege. Nur die Pongeros an Bord ihrer 17 Meter langen Pirogen sind in der Lage, die größten Gefahren des Urubamba zu meistern. Hier nehmen 6000 Kilometer Schifffahrtswege ihren Anfang. Eine unglaubliche Distanz, die sich bis zur Amazonasmündung in Brasilien erstreckt. Urbano und Julio sind seit 20 Jahren Pongeros. Sie fahren von Ivo Chote aus Gemeinden an, die auf den 500 Kilometern dieses Urubamba-Ausläufers angesiedelt sind. Wir befördern Händler und Passagiere. Der Fluss ist der einzige Verkehrsweg. Ja, der einzige. Wir sind zugleich Flugzeug, Zug und Auto. Wir liefern Lebensmittel und Benzin. Wir bringen die ganze Stadt hierher. Der Weg ist nicht wie eine Straße. Er ändert sich ständig. Heute fahren wir hier entlang, morgen vielleicht auf der anderen Seite. Er ändert sich, wie ein Lebewesen. Man kann ihn nicht beherrschen.
Das Befahren dieses Flussabschnitts ist gefährlich. Die Anspannung der Pongeros wächst, je näher sie den letzten Hürden vor der Amazonasebene kommen. Die Stromschnellen von Pongo de Mainique sind besonders gefürchtet. Als ehemaliger Ort des Austauschs zwischen Inka- und Amazonaskultur ist diese Engstelle eine natürliche Grenze zwischen Ober- und Unterlauf des Urubamba. Er ist ein heiliger Ort für die Anwohner des Flusses. Ich nehme immer eine Flasche Bier mit und gieße sie ins Wasser. Dazu sage ich, lieber Pongo, lass mich bitte durch. Wir geben ihm etwas, um seinen Durst zu stillen. Das ist eine Opfergabe. Manchmal habe ich auch Sekt dabei. Dann dürfen wir durchfahren. Die Piroge erreicht nun das Gebiet der Machigenga. Das Leben der Indianergemeinden hier ist eng mit dem Fluss verbunden. Santiago, Grundschullehrer in Timpia, ist Stammgast auf den Pirogen. Für uns ist der Fluss wie ein Speicher, wie eine Speisekammer, in der wir alle Arten von Fisch finden. Außerdem ist er der Lebensraum für uns Machigengas. Bisher stand dieser Teil des Amazonas unter Naturschutz. Die peruanische Verfassung garantierte die Unveräußerlichkeit dieses Lands und diese Garantie schützte auch das Ökosystem der Region. Ein empfindliches Gleichgewicht, das nun zu kippen droht. Entlang des Urubamba liegen Erdgasvorkommen, die zu den größten von Peru gehören. Sie wecken Begehrlichkeiten. Ende der 90er Jahre setzte sich die Regierung über die Verfassung hinweg und vergab Bohrgenehmigungen auf dem Gebiet der Ureinwohner. Damit konnte die Förderung von Erdgas am Amazonas beginnen. 2004 begann die Firmengruppe Plus Petrol mitten im Gebiet der Machigenga in Camisea am Ufer des Urubamba mit der Förderung von Erdgas. Das flüssige Gas, das über eine 700 Kilometer lange Pipeline zum Pazifik transportiert wird, ist ausschließlich für den Export und den Verbrauch in Perus Hauptstadt Lima bestimmt. Hier darf man nicht rein, aber hinter den Bäumen verlaufen die Rohre der Pipeline.
In 40 Jahren wird das Vorkommen erschöpft sein und die Fördergesellschaft rückt so schnell ab, wie sie gekommen ist. Doch die ökologischen Veränderungen sind nicht mehr rückgängig zu machen. Die Regierung ist dabei, das Amazonasgebiet zu verkaufen. Sie verkauft das Land der Gemeinden. Doch das ist unsere einzige Nahrungsquelle. Wir wehren uns gegen den Verkauf des Amazonas. Dafür haben wir gemeinsam gekämpft. Wir haben die Zufahrt zum Unterlauf des Urubamba gesperrt. Alle Amazonasbewohner sind aufgestanden, um die Regierung wachzurütteln. Als Reaktion auf den Zorn der Gemeinden bot die Erdgasfirma Entschädigungen an und baute zeitgleich die Förderung aus. Es kommt dadurch zu einer extremen Verschmutzung. Durch Lecks in der Pipeline tritt Flüssiggas in den Urubamba aus. Diese Verseuchung bedroht Tier- und Pflanzenwelt. Der Fischfang, Haupteinnahmequelle der Gemeinden, ist in Gefahr. Nur wenige Meter über dem Fluss lebt die Familie von Casimiro Fuentes in der Gemeinde Chogoriari. Sie ist von der Verschmutzung direkt betroffen. Die Pipeline verläuft weiter flussaufwärts durch diesen Flussarm. Wenn es regnet und der Fluss viel Wasser führt, transportiert er alle möglichen Abfälle hierher. Rohrstücke, Blech und sehr viel Dreck. Teilweise sogar Flüssiggas, weil die Pipeline leckt. Seit 2004 hatten alle Familien im Dorf unter den Folgen zweier Pipeline-Brüche zu leiden. Der letzte in nur 800 Metern Entfernung von den Häusern verseuchte den Fluss, das Trinkwasser und die Maniokfelder. Guillermo Gomez ist einer der Gemeindevertreter von Chogoriari. Wir machen uns große Sorgen, weil der Fluss für uns das Wichtigste ist. Wir beziehen unser Wasser nur aus dem Urubamba und nun können wir es nicht mehr trinken. Die Erdgasgesellschaft muss etwas tun, das ist für uns lebenswichtig. Aber sie schert sich nicht um uns und der Staat auch nicht. Wir sind die abgelegensten Dörfer von Peru und niemand schenkt uns Gehör. Der Präsident wird nie bis hierher kommen. Wir sind so weit ab vom Schuss. Wir zählen nicht für die. Der Urubamba durchquert das Grenzgebiet zwischen Peru und Bolivien, eine Gegend mit einer großen Artenvielfalt. 30 Indianerdörfer sind auf den Fluss angewiesen und haben ähnliche Sorgen wie Chogoriari.
Nach 10 Stunden Fahrt durch das Blattdickicht des Waldes verlieren sich die Dörfer der Machigenga in der Ferne. Nun dringt der Urubamba in das Gebiet der Jenes vor. Dieses ursprünglich aus dem Amazonasgebiet stammende Volk siedelte sich vor 50 Jahren am Unterlauf des Urubamba an. Miaria ist eine der letzten Gemeinden am Fluss und sehr aktiv im Kampf um die Rechte der Ureinwohner engagiert. Gerardo Ponciano ist das gewählte Dorfoberhaupt. Angesichts der ökologischen Bedrohung für Fischfang und den traditionellen Ackerbau hat die Gemeinde neue Einkommensquellen geschaffen. Gemeinsam haben die Frauen des Dorfes ein filigranes Handwerk entwickelt. Sie entwerfen und produzieren Stoffe, deren Motive vom Urubamba, vom Dschungel und der traditionellen Kultur der Jenes inspiriert sind. Ihre Kreationen verkaufen sie weit über die Dorfgrenzen hinaus. Dieses Motiv stellt Insekten dar, die kleinen Spinnen am Fluss. Genau so laufen sie im Sommer, immer in Gruppen. Das ist ein Symbol für das Leben in der Gemeinschaft und für die Zusammenarbeit. Hier habe ich noch etwas. Das ist für Kinder. Das sind Schmetterlingsflügel im Flug. Diese kleinen Motive zeigen Schmetterlinge mit geöffneten Flügeln. In der neuen Dorfschule lernen die Kinder 2 Sprachen. Yin und Spanisch. So erhalten sie Einblick in ihre traditionelle Kultur, werden aber auch auf kommende Umwälzungen vorbereitet. Uno, dos y tres. La familia. La familia. Trotz der scheinbaren Idylle rüstet man heute zum Widerstand. Gerardo Ponciano und andere Abgeordnete von Miaria fahren zur Versammlung in Senza. In diesem Nachbardorf versammeln sich die Indianer des Unterlaufs zum ersten Mal in ihrer Geschichte und beratschlagen eine neue Kampagne im Kampf um ihre Lebensgrundlage, den Fluss. Wir waren immer Krieger, große Schifffahrer und Händler. Heute stehen wir vor neuen Problemen. Vor Erschütterungen, die unsere Pirogen kentern lassen und unsere Kultur gefährden. Wir sind uns jedoch unserer Stärke bewusst. Wir wissen, dass wir unsere Rechte verteidigen und unsere Zukunft und Entwicklung selbst in die Hand nehmen können. Sie sind optimistisch. Ihre letzte Aktion war erfolgreich. Wir hatten den Fluss komplett gesperrt. Es konnten weder Schiffe von Pluspetrol noch Privatboote passieren. Wir gingen alle auf die Straße, um den Staat und die Gesellschaft wachzurütteln. Nach 10 Tagen lenkte der Erdgaskonzern ein und man verhandelte mit uns.
Die Einwohner bleiben wachsam. Der Flussverkehr wird streng kontrolliert, zumal gerade zwei andere, noch größere Förderprojekte realisiert werden. Jetzt plant man die Zukunft. Die Fördergesellschaften werden abziehen, aber wir bleiben. Was bleibt uns dann noch? Wir fordern ein nachhaltiges Entwicklungsprogramm. Wenn alle gehen, können wir unsere eigene Entwicklung mit unseren Ressourcen vorantreiben. Es geht dabei nicht nur um uns, sondern um unsere Kinder. Welche Zukunft erwartet sie in 20 oder 40 Jahren? Wir möchten ihnen noch etwas hinterlassen, damit sie Fortschritt, Entwicklung und bessere Lebensbedingungen haben. Wie David gegen Goliath kämpfen die Indianergemeinden gegen die internationalen Erdgasmultis. Sie kämpfen um die Erhaltung des Flusses. Als Lebensgrundlage, aber auch als Kulturgut, als Zeugnis untergegangener Zivilisationen, deren Tradition die Indianergemeinden fortführen wollen. Dieses Vermächtnis gilt es zu bewahren.